Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Enfim-Video von mir. Ich bin Nexus und in diesem Video schauen wir uns den Javelin Interceptor etwas genauer an, seine Fähigkeiten, die er hat, den Nahkampf, sein Movement und auch seine Ulti-Fähigkeit. Wir gehen das Ganze ein bisschen Schritt für Schritt durch, dass man den Interceptor ein bisschen besser versteht und weiß, wie der so im Kern funktioniert. Nun gut, fangen wir mit dem Nahkampf an. Der Interceptor hat eine Doppelklinge und die spürt man auch, denn der Interceptor kann als einziger Javelin Nahkämpfe durchführen ohne Abklingzeit. Das heißt, wir können den Nahkampf-Button durchgehend drücken und die ganze Zeit Nahkampfschaden machen. Die anderen Javelins haben da eine Abklingzeit. Man kann auch aus der Luft springen, dann macht er eine Drehung und macht dann Flächenschaden auf dem Boden. Der Nahkampf dient auch als Detonator, das heißt, wenn ein Feind brennt, vereist oder andere Statuseffekte drauf hat, kann man hier eine Combo-Explosion damit auslösen. Als nächstes würden wir dann zum ersten Fähigkeitsbaum kommen, zu den Angriffssystemen. Hier haben wir die Such-Glefe und der Name ist auch Programm. Es ist einfach eine ganz normale Glefe, die wir werfen können, also eine Art Wurfstern, die den Feind auch dementsprechend sucht. Wir sehen hier Schaden, Aufladezeit, ist also nichts wahnsinnig Besonderes, ist einfach eine Glefe, die wir auf den Feind werfen und ihm dann Schaden zufügen, die auch zielsuchend agiert. Eben halt eine Such-Glefe. Als nächstes hätten wir die Giftbombe, die, wie der Name auch schon sagt, Gift drauf hat. Das heißt, sie vergiftet bzw. verätzt die Feinde mit der Granate, mit dem Rauch, wenn man drin ist. Und hier, wenn wir auf die Statistiken gucken, haben wir Schaden, dann Aufladezeit, Radius und natürlich den Statuseffekt. Hier sehen wir, der Statuseffekt ist relativ hoch. Das heißt, die Granate kann gut verwendet werden, um eben den Feind zu vergiften, um dann eine Combo-Explosion auszulösen. Das sieht man hier gut, wird geworfen wie eine ganz normale Granate, kennt man vom Ranger grundsätzlich. Das heißt, Granate werfen, Feinde vergiften und dann ja, mit dem Nahkampf zum Beispiel eine Detonation auslösen. Dann hätten wir noch die Kryo-Glefe, also auch eine Art Wurfstern, aber hier mit Frost. Das heißt, wir haben hier ein Projektil, das wir werfen können, wie die Glefe auch schon am Anfang. Nun hier ganz kurz die Statistiken. Hier sehen wir, es geht um Eisstatus. Das heißt, wir machen nicht immens viel Schaden, können die Feinde damit aber vereisen. Die Fähigkeit funktioniert wie folgt. Wir werfen den Stern, es können bis zu zwei Feinde damit dann getroffen werden. Also es können zwei von diesen Glefen geworfen werden und die Feinde sind eingefroren und können dann eben für eine Detonation genutzt werden. Das nächste wäre die Streumine. Nun, wie man das von einer Mine kennt, wir werfen die und dann gibt es Minen auf dem Boden. Hier noch ganz kurz die Statistiken. Das heißt, wir sehen hier, hat einen Radius, hat eigentlich ganz guten Schaden, Aufladezeit ist relativ hoch. Nun, wir werfen die einfach auf den Boden, dann sehen wir, dass da die Minen liegen und wenn der Feind drüber läuft, dann explodiert es und macht auch dementsprechend Schaden am Feind. Ich hoffe, dass das noch ein bisschen geändert wird und dass die Minen ein bisschen weiter auseinander ploppen, damit auch ja, eine größere Fläche abgedeckt werden kann. Aber mal gucken, wie das mit den Minen hier noch geupdatet wird, denn die Fähigkeiten können ja nochmal verändert werden durch Updates und so weiter und so fort. Dann hätten wir auf der Liste den Funkensprint, ist so eine Art Sturmangriff nach vorne, zeige ich dann nachher gleich. Hier sehen wir Schaden und Aufladezeit und wir haben hier die Möglichkeit eine Aura-Kombo zu kriegen, dazu kommen wir gleich im Gameplay. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit sozusagen nach vorne zu stürmen und die Feinde dann zu treffen mit diesem Sturmangriff. Und das sieht man eigentlich relativ gut hier. Wir haben auch die Möglichkeit, eine Aura-Kombo drauf zu kriegen, also das heißt Elektrizitäts-Aura-Kombo, und können damit dann Schaden dem Feind zufügen. Relativ interessant, wenn man den Dreh raus hat, ist aber ein bisschen schwieriger zu bedienen, finde ich zumindest. Beim nächsten Fähigkeitsbaum haben wir die Treffersysteme. Als erstes haben wir hier den Detonationstreffer, hier mal ganz kurz die Statistiken, das heißt wir haben hier Schaden, Aufladezeit und auch den Radius und wie man in der Beschreibung sieht, noch eine Spezialfähigkeit hat, kann also Feinde zu einer Explosion bringen bzw. nach verzögerter Zeit gibt es noch Zusatzschaden. Das heißt, wir gehen nah zum Feind hin, ist nämlich ein Nahkampfangriff und wenn es nicht klappt, dann geht es halt daneben, ansonsten würden wir den Feind treffen und ihn dann mit dem Angriff einfach töten. Wenn es mit der Verzögerung aber klappt, und das zeige ich hier, dann ist es so, dass es eine tödliche Explosion gibt und eben den anderen Feinden noch Schaden macht.
Das nächste wäre der Plasmastern, ist auch ein Wurfstern, wie man das von den anderen im oberen Skillbaum kennt. Das heißt, wir können hier einen Wurfstern bzw. einen Plasmastern werfen. Hier ganz kurz die Statistiken. Wir haben hier das Zeichen für Rüstungsdurchdringend, das heißt, gepanzerte Feinde kriegen von diesem Stern sehr, sehr guten Schaden, ist also in den ein oder anderen Situationen durchaus nützlich. Das heißt, wir haben hier den Wurfstern, den werfen wir auf den Feind. Gegen Schilde natürlich relativ ineffizient, auf Lebenspunkte dann aber wesentlich effizienter und eben eigentlich grundsätzlich gegen Rüstungen gedacht, da entfaltet sich die komplette Wirkung dieses Wurfsterns. Dann hätten wir die Fähigkeit Phantomtreffer. Hier ist es so, dass, wir gehen ganz kurz noch zu den Statistiken, die Feinde von diesem Phantomtreffer getroffen werden, kriegen alle Schaden. Ist ein bisschen schwierig damit umzugehen, weil es ist nicht irgendwie zielsuchend, sondern einfach die Feinde, die da getroffen werden oder zumindest gefühlt getroffen werden, dann Schaden kriegen. Sie müssen also günstig stehen. Das heißt, wenn sie beieinander stehen oder ja, in einer Reihe stehen, kann man da mehreren Schaden zufügen, ist relativ angenehm, aber eben braucht ein bisschen Übung, das gut rauszukalkulieren. Dann hätten wir noch den Sturmtreffer. Auch hier wieder eine Fähigkeit, die im Nahkampf zum Einsatz kommt. Hier ganz kurz die Werte. Hier haben wir auch die Möglichkeit, Aura-Kombo draufzukriegen. Das heißt, wir haben auch die Möglichkeit, da Elektrizität zu erzeugen. Wir können da den Feind angreifen. Wie man dann sieht, haben wir die Kombo drauf. Aura-Kombo, wie man es auch von der anderen Fähigkeit kennt. Und kann dann den anderen Feinden in der Umgebung Schaden zufügen mit Blitzen. Zu guter Letzt hätten wir noch den Giftnebel, ist so wie man sich es vorstellt, ganz kurz zuerst die Statistiken, sehr sehr hoher Schaden, der Säurestatus bzw. Giftstatus ist hier nicht so immens hoch, die Giftgranate wäre dann natürlich wesentlich besser, aber eben schadenstechnisch ziemlich stark. Wir können da mehrere Feinde, die beieinander stehen, einfach mit dem Gift niederstrecken, also kleinere Feinde sterben da in dem Gebiet, wo das Gift wirkt, gibt einmal Schaden und dann war es das auch schon. Ist aber eben schadenstechnisch relativ hoch und gegen mehrere kleinere Feinde sehr, sehr effizient. Um noch zu den Support-Fähigkeiten zu kommen, haben wir hier das Stärkungssystem. Sehr, sehr interessant ist die Zielmarkierung, denn Feinde, die von der Zielmarkierung getroffen werden, haben erhöhten Schaden von all unseren Schadensquellen, auch von Verbündeten. Das heißt, wenn wir einen Bossgegner haben, diese Fähigkeit drauf und das gesamte Team macht wesentlich mehr Schaden auf einen Gegner. Bei kleineren Feinden ist es so, dass das dann weiterspringt, wenn der Feind stirbt, also auch bei großen, aber in der Regel dauert das zu lange, den Großen zu töten. Das heißt, wir töten einen kleinen Feind, das springt direkt zum nächsten, man sieht, es wird markiert, er ist dann rötlich markiert und wir wissen, da ist Zielmarkierung drauf. Machen mehr Schaden, wenn er stirbt, springt es dann wieder zum nächsten Feind, bis die Zeit rum wäre von der Fähigkeit. Sehr, sehr spannend fürs Team also. Dann hätten wir noch den Schlachtruf, auch nicht zu verachten. Hier haben wir eine Fähigkeit, wo wir den Statuseffekt von uns und unseren Verbündeten entfernen können. Das heißt, wenn wir beispielsweise vergiftet sind, gefangen sind, brennen oder eingefroren sind, haben wir die Möglichkeit, mit dieser Fähigkeit uns und unsere Verbündeten aus diesem Status heraus zu befreien. Kann also sicherlich in den ein oder anderen Missionen oder Strongholds durchaus spannend sein. Zu guter Letzt hätten wir noch die Superfähigkeit bzw. die Ultifähigkeit. Hier haben wir eine Assassinenklinge, wo wir im Nahkampf auf den Feind durchgehend drauf prügeln, dient als Detonator, das heißt Feinde mit Statuseffekt kriegen hier erhöhten Komboschaden bzw. eben halt Komboschaden. Zudem erstellen wir auch noch ein Double von uns, das sieht man hier relativ gut, der kämpft dann und fügt dem Feind Schaden zu, das heißt, wenn wir einen Feind treffen, wird ein Double erstellt, das auf ihn einprügelt und wir prügeln auch auf den Feind ein, ist also relativ stark vom Schaden her. Gegen kleinere Feinde, die werden schnell weggeschnetzelt und bei großen Feinden können wir über eine lange Dauer Schaden machen. Einziger Nachteil, es ist natürlich eine Nahkampf-Ulti, das heißt, aus Distanz können wir damit leider nichts machen. Zu guter Letzt kommen wir noch zum Movement. Der Interceptor ist wahrscheinlich der agilste, mit 100%iger Garantie, der agilste von allen Javelins. Er hat einen sehr, sehr interessanten Dreifachsprung, das heißt, er kann normal springen und in der Luft nochmal zweimal springen, ist dadurch wahnsinnig schnell.
Das sieht man hier, man kann sehr weit mit dem Interceptor springen. Er hat auch die Möglichkeit auszuweichen, natürlich auch während dem Fliegen, macht dann einfach eine Ausweichrolle, da können wir feindlichen Projektilen damit ausweichen. Zudem, und das ist etwas, was ich sehr, sehr schätze am Interceptor, er hat die Möglichkeit, bis zu dreimal eine Ausweichbewegung zu machen. Wenn wir auf der Ausweichtaste draufbleiben, macht er dreimal einen Boost. Den können wir auch steuern, das heißt, wir können auch einen Richtungswechsel vollziehen, können also zickzack ausweichen als Beispiel. Das heißt, er kann die Ausweichbewegung zum Angreifen oder zum Ausweichen brauchen, macht ihn dahingehend wahnsinnig agil. Tja, und das wäre es grundsätzlich vom Interceptor gewesen. Zum Ende hin, die ganzen Fähigkeiten können natürlich nochmal geändert werden, zudem machen sie auch unterschiedlich viel Schaden oder haben unterschiedliche Statuswerte, je nachdem wie hoch der Seltenheitsgrad des Items ist, das wir haben. Das heißt, Schaden kann sich erhöhen oder der Statuseffekt kann sich erhöhen, je nach Update oder auch nach Seltenheitsstufe des Gegenstandes, damit ich das sicher noch am Ende gesagt habe. Der Interceptor ist ziemlich interessant, er ist wahnsinnig schnell, er ist Gewöhnungssache, weil er sich komplett anders spielt, er spielt sich im Nahkampf, das heißt, hier muss man ein bisschen umstellen, ein bisschen in den Nahkampf gehen, damit man da den Interceptor effektiv nutzt. Nun gut, das war's eigentlich auch schon vom Video. Lasst sehr gerne einen Like da, lasst einen Kommentar, wenn ihr noch irgendetwas wissen wollt, ich werde das sehr gerne beantworten. Lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, wenn ihr nichts mehr von diesem Kanal verpassen möchtet. Schaut auch gerne noch bei den anderen Videos rein, die ich zu den anderen Javelins gemacht habe, falls euch die Fähigkeiten von denen auch interessieren. Gut, dann sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.